Sattle, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Infected. Freut mich, dass du dich eingeschaltet hast. Ich habe ein bisschen was vorbereitet hier. Ich war eine Kiste voll mit Klee und Steinchen holen. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mal Sand müssen wir machen. Ja, das heißt, wir können so einmal Sand, zweimal Sand, dreimal Sand, viermal Sand und so weiter, ne? Machen, damit wir heute mal schon mal ein bisschen Zement hier anwerfen und den ganzen Zaun fertig kriegen. 4, 5, 6, so, 7 und dann noch 8, weil wir haben ja jetzt die Batterie, damit läuft das Ganze auch relativ gut weiter, muss ich sagen. Wir kabeln jetzt erstmal hinten hin. Wahrscheinlich wird genau jetzt wieder irgendwer kommen, der gerade hier am Zaun rumböllert. Ich kenne das ja, das ist immer ätzend, aber was soll's, so ist das halt. So, die müssen wir jetzt gleich auch reparieren. Ich wollte heute eigentlich mit dir, was heißt eigentlich, wir gehen jetzt gleich Richtung Krokodile, damit wir dann noch ein bisschen mehr Krokodilhaut kriegen, um uns endlich mal den großen Rucksack zu machen, ja. Ich befürchte allerdings, dass die genau wie die Bären und die neuen Wölfe relativ stark gemacht wurden und wir die nicht mehr so einfach weghauen, ja. Also heißt, wir werden es jetzt mal probieren gehen, wenn wir das mit den 50 live nicht schaffen, dann muss ich es halt nebenher so sammeln oder wir machen erstmal ein wenig Meatstew und so weiter, dass wir hier mal ein bisschen mehr auf Rippen kriegen und was mehr aushalten. So, das kann mixen. Wir haben noch den Hammer drin, glaube ich. Ne, das ist eine Axt. Das ist der Bogen. Der Speer. Hier haben wir eine Steinpickaxt. Dann komm erstmal her. Ich meine nämlich, ich hatte hier unten noch irgendwo... Da nicht. Irgendwo hatte ich hier noch Dingens reingepackt. Dingensbogenskirchens, den brauchen wir gerade nicht. Den können wir nehmen. Die Axt brauchen wir auch nicht. Dann können wir den Steinhammer nehmen, um zu reparieren. Da ist er. Guck, ein bisschen Zement hatte ich schon. Weil Eda hat ja vorgesorgt, ne? So, so, so. Das wird dann auch nur der Anfang sein. Wir müssen ja noch das Ganze vergrößern, weil wir wollen ja hier unsere Gemüsebeete und alles größer machen. Und wir brauchen mehr Schmieden und, und. Also es wird eine never-ending Story werden. Fangen wir erstmal an mit dem Reparieren hier. Da ist nix. Brauchen wir gerade einmal alles ab, weil die kloppeln ja überall drauf rum, die Idioten. Füchse, Bären, Wölfe, Bambis, alle kloppen so auf unserem Zaun rum, ja. Keiner lässt ihn in Ruhe, die Drecksäcke. Unglaublich, ich guck hier alles fast am Arsch. Da noch 5. Uiuiui. Oh, Schwein gehabt, du. Schon lange nicht mehr repariert. So, 390, 390. Der Hammer ist gleich auch kaputt. Was machst du denn da? Weißt du, jetzt läufst du wieder weg. Oh ja, 250 von 400. Da haben sie auch schon viel drauf umgehauen. Jetzt bin ich auch am Überlegen, ob wir uns nochmal einen Stack Pfeile machen. Für die Krokodile oder ob wir in den Nahkampf gehen. Ich glaube, der Nahkampf ist eine sehr gute Idee für unsere 50 Leben. Deswegen werden wir uns Pfeile machen, ja. So, gucken wir mal. Hier was, da was. Dort war's. Hallo? Kein Zement mehr? 10, 11. Really? Jetzt fehlt ein Zement. Verarschen, zeig mal. Bricks müssen wir übrigens auch noch machen, dass wir hier weiterkommen. Aber irgendwo ein Zement, oder? Da haben wir noch 5 Klee. Yay. Nein, bitte nicht. Da ist noch ein Klee. Überall fliegt ein Krümel Klee rum. Wir müssen die Kisten mal sortieren. Ich finde es auch schade, dass man die nicht übereinander stellen kann. Nein, haben wir nicht mehr. Warte, wir packen den hoch. Wir packen den hoch. Oh, der kommt jetzt hier rein. Da rein, da rein. Was ist hier? Sind die fertig? 30 Sekunden noch. Das macht aber nichts. Dann können wir gerade gucken, was wir für die Pfeile brauchen. Itempedia, Weapons, Bulk Items sind Pfeile. Small Stone 5, Feder 5, Stick und Rope. Okay. 5 Ropes, 10 Plant Fiber. Das kriegen wir auch noch hin. Das hier drin. Das müsste ja dann eigentlich hier, wenn ich jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Cap. Nein, ich will keine Cap. 10, so. Hopp, habe ich 5 Ropes. Okay. Das heißt, jetzt brauchen wir noch die Federn, haben wir auch. Ich brauche noch 5 Sticks. 1, 2, 3, 4, 5. Brauchen wir dafür noch. Kann mir das nie merken. Aber es ist auch viel, was du für Pfeile brauchst. Bei Federn haben wir kleine Steine, brauchen wir noch 5.
Müssen auch bald wieder neue holen gehen. 1, 2, 3, 4, 5. Fast leer. Können wir hier das alles da reinpacken. Ich hoffe, das geht dann auch. Und er sagt jetzt nicht wieder, geht nicht. Upp, 5 Pfeile. Was ich sehr feiern würde auch, muss ich sagen, wenn es hier mal in einem der nächsten Updates dann auch bessere Waffen geben würde. Dass wir uns vielleicht aus so einem Eisenstück einen Eisenspeer machen können. Oder Eisenpfeile und so. Das fände ich richtig, richtig gut. Weil es ist ja eigentlich nur realistisch, dass man dann, und wenn man hier Eisen schmilzt, auch Eisenpfeile machen kann. Fände ich Bombe. Ob das dann so kommt, ist eine andere Frage, ne? So, wir sind voll. Wir brauchen noch ein wenig Animal Fat. 6 Bricks haben wir hier. Hier haben wir noch Kupferfragmente und Eisenfragmente und alles hier. Bäh. So, war das hier drin? Nein, hier. War ja immer für Tello, ne? Genau, machen wir das mal direkt alles durch hier. Das muss sein, weil wir haben keine Verbände mehr. Ich möchte nicht ohne Verband los. Wenn wir dann wieder irgendwie auf einen Bär treffen oder so, dann ist das Geschrei wieder groß. Das wollen wir nicht. Bitte. So. Das Näschen, du. Das Näschen. Uiuiui. Zweiter Verband. So, bis ich hier fertig bin. Wahrscheinlich auch wieder nachts. Auch keine 7. Was tust du denn da? Doof, Junge. So. Noch ein Verband. Und noch einer. Ich glaube, 5 Stück reichen erstmal. Es sei denn, wir haben wieder irgendwie so ein Psychophie. Was uns einmal beißt und wir 6-mal bluten. Das gibt's ja auch, ne? Hatten wir ja auch schon. Wie viel Uhr haben wir? 5.29 Uhr. Ah, sollen wir es riskieren? Sollen wir es riskieren? Wir brauchen Proteine. Wir brauchen Fette. Wasser haben wir noch ein bisschen. Gib mal her. Haben wir eigentlich den Fisch aus dem Pfanne hier gegessen? Nein. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Ich hoffe, der ist noch nicht vergammelt. Ja, fast. Aber wir können ihn noch essen. Das ist gut. Eigentlich sollte man das nicht tun, ne? Fisch 2 Tage liegen lassen und dann essen. Uiuiui. Fisch ist ja direkt verdorben. Nicht gut, nicht gut. So, gib mal her. Mal her. Die müssen wir auch noch viel größer machen. Definitiv. Definitiv, definitiv. So, Kukumbas und alles essen. In Health wieder. Das ist sehr gut. Vitamine, die bringen die Carbs. Das ist auch super. So. Ja. Das haben wir. Könnte man die eigentlich sammeln. Und so als Lebensauffüller wieder mitnehmen. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Ich hätte gerne mindestens 10 von jedem. Also 10 mal Korn, 10 mal Gurken, 10 mal Kartoffeln und so weiter, ne? Das wird nur ein bisschen dauern. Das blöde Mizu. Oh, guck mal da, schon wieder eine Melone. Sehr gut. So langsam fängt wieder an, alles zuzuwuchern hier. So, wie sich das hier hört. So, ich habe mal ein bisschen Proviant besorgt, ja. Wir haben auch 2 Mizu jetzt gegessen, was eigentlich nicht so clever war, ja. Hätten wir vielleicht im Nachhinein essen sollen, weil ich denke mal, wir werden sehr überladen sein, wenn wir hier überhaupt nochmal irgendwo eine Krokohaut bekommen. Ich glaube, wir gucken nochmal gerade. Wir brauchen 8 Stück, ne. Itempedia, was gibt's denn hier? Armor and Clothes, war das nicht hier irgendwo? Resources, irgendwo war der große Rucksack. Auch nicht bei Other. Nein, wir brauchten 8 Stück. Sag mir mal, wo man den findet. Faceables, nö. Hier so Lampen könnten wir uns eigentlich auch mal machen. Das könnten wir uns auch mal machen, dass wir was sehen. Construction. Großer Rucksack, großer Rucksack, großer Rucksack. Wir sehen ihn gerade nirgends. Aber ich meine, der hat 8 gekostet. Wir könnten nochmal zusehen, dass wir einen Kühlschrank bauen. Das könnten wir auch machen. Aber jetzt geht's erstmal um die... Hallo, Krokos, wo seid ihr? Ich bin der Krokodok. Ja. Irgendwo hier müssen Krokos sein. Da hinten eins gesehen. Da eins, dort eins. Die kommen hier gleich... Da hinten bewegt sich was. Da ist was. Komm hier gleich aus dem Wasser geschossen und krupp, weg bist du so ungefähr. Wetten wir? Holy shit. Ja, da sind mehrere. Also da gehe ich nicht hin, wenn da 3, 4 Stück sind.
Komm. Wie die vielleicht backen da alle fest. Das ist sehr gut. Okay, schon backt er nicht mehr. Hui. Danke. Ein Pfeil. Wie viel hat das jetzt gebracht? Eine. Really, nur eine? Okay. Aber das war sehr gut. Das können wir so weitermachen. Das heißt, eine haben wir zu Hause. Das heißt, wir haben zwei. Ja, komm her. Das hier könnte Nummer 3 werden. Hier, komm aus dem Wasser raus. Cheater. Das geht sehr gut so, muss ich sagen. Aber nichts gegen. Kostet nur verdammt viel Pfeile. Ich glaube, ja, da werden wir nicht sehr weit kommen. Das heißt, 2 plus 1 im Sack sind 3. Wir haben 50 Leben. Wir müssen mal gucken, wie viel die uns boxen, wenn wir da hingehen und das im Nahkampf machen. Ich glaube, das machen wir bei dem letzten, wenn wir keine Pfeile mehr haben. Dann gehen wir einfach hin und gucken. Hallo, wo bist du jetzt? Komm mal her. Ich sehe nichts. Where are you? Da hinten. Ja. Cheater. Komm raus. Hab ich genau gesehen. Danke. Pfeil. Crocodile. Sehr gut, so macht man das. Aber der Bogen ist gleich auch kaputt. Haben wir noch 6 Pfeile. 3, 4, also die Hälfte haben wir. Ich glaube, die spawnen sehr schnell. Kann das sein? Hey! Hey, ich habe dich ausgeschossen in ein Auge. Sehr gut. Ah, ich wollte gerade sagen, der hat aber voll ins Auge getroffen. Vor allem, wie schwer ist das Zeug? Das würde ich auch gerne mal wissen. 43. Also 5 haben wir jetzt, 3 fehlen noch. Mal gucken, ob wir die schaffen. Guck, da ist schon wieder das nächste. Mal gucken, ob wir die schaffen. Okay. Danke. Danke, jetzt fehlen noch 2. Sehr gut. Gehen wir das etwa hin? Die machen richtig Aua, ne? Die machen richtig Aua. Aber geben auch eine Menge Fleisch. Das muss man sagen. So, gut, dass wir die Gurken mitgenommen haben. Die bringen doch was. Das heißt, wir haben jetzt 5 hier. Wir brauchen, haben 1 zu Hause. Das heißt, 6, 2 Stück brauchen wir noch. Kriegen wir die hin für einen großen Rucksack. Ist hier nichts mehr. Also die Stelle ist echt toll. Top, kann ich nur empfehlen. Hier, mittendrin. Aber das ist ja eh der Sumpf hier, wo es die Krokus gibt. Ich glaube, sonst gibt es die nirgends. Sieht mein Speer aus? Geht noch. Ich habe halt keine Lust, hier zu stehen und jetzt spawnen die alle nach. Dann haben wir ein Problem. Ach, da, nein, kein Fuchs, verpiss dich. Kein Fuchs, wir wollen keinen Fuchs, wir brauchen Krokus. Was soll denn der Scheiß? Krokus, fress den mal. Wo sind die Krokus hin? Oh, guck mal hier. Können wir noch mitnehmen. Haben wir neue. So. Ist da? Da ist ein Vogel. Da hinten irgendwas. Scheint so, als wären keine Krokodile mehr da. So, in der Zwischenzeit ist locker eine Stunde vergangen, ja? Ich bin nur nach Hause gerannt. Ich habe was gegessen. Ich habe was getrunken. Ich habe ein paar Pfeile hergestellt. Ich habe keinen Bock auf den Bären da hinten. Wir gehen jetzt nochmal gucken, ob vielleicht ein paar Krokus neu gespawnt sind. Ja, da vorne ist doch schon 1. Uns fehlen ja noch 2. Ne? 2 Stück fehlen uns noch. Das ist gut. Das heißt, wir können das Krokus jetzt schon mal holen. Wir haben jetzt 19 Pfeile. Also wir sollten die locker mit den Pfeilen erlegen können. Jetzt ist die Frage, mittlerweile haben wir auch wieder 57 Leben, weil ich 5 Meat-Stew machen konnte. Sollen wir die wieder draufgehen lassen, um schneller nach Hause zu kommen? Oder laufen wir gerade? Das ist hier die Frage, ne? Ich würde sagen,
Wir laufen, das ist ein Stein, ne? Ja, das ist ein Stein. Okay, da hinten sind die Krokos auch wieder da. Blöde Hirsch, ich dachte gerade, hier kommt irgendwer angedonnert. Er kam von hier hinten, hier war auch ein Kroko. Frage, wo ist es hin? Dieser Dreckshirsch, hau ab. Nerv nicht. Wir gehen wieder an unsere allseits beliebte Stelle hier. Wo wir die ganz gut gekillt haben. Kann ich nicht anders sagen. So, wo ist hier das Kroko? Willst du mich verarschen? Die sind gerade alle hier rumgeklettert. Da hinten ist eins. Das ist natürlich nicht. Ich glaube, die... Ah, guck mal da. Hallo? Ich weiß halt nicht, ob die hier im Wasser sind. Da habe ich keinen Bock drauf. Guck, da vorne klettert eins rum. Kommen nämlich zwei, ne? Dann haben wir Spaß. Okay, das ist weg. Gib mir meine Pfeile wieder. Das ist Nummer 7. Danke. Ah, ist kein Platz. Willst du mich verarschen? Nein, kein Platz. Das wüsste ich aber, ey. Das wüsste ich. Den Helm musste ich ausziehen, weil es gerade tropische Temperaturen hat hier im Juli. Wo wir sonst einen Hitzestau kriegen. Das wäre nicht gut. Hey. Ja. Ja, genau, Vogel. Schieb's auf Seite. Richtig so. Und verarschen? Ein Haps. Und halb tot. Nee, aufheben. Oh, so war das nicht geplant, aber okay. So kommen wir schnell nach Hause. Haben wir sie beide bei? Ja, Gott sei Dank. Na toll. Das sind halt nur die 5 Mietstufen für einen Bobbes, ne? 5, 6, 8. Super. Na, das passt ja. Übrigens, zwischendurch hat auch wieder ein blöder Wambi da alles kaputt gehauen. Finde ich sehr, sehr gut, ne? Finde ich sehr, sehr gut. Jetzt müssen wir gerade gucken, wo wir hier den Rucksack kriegen. Nehmen wir mal an, bei Itempedia da. Guck, Large Backpack. 2 Ropes und 8 Croc-Skins. Wunderbar. Dann gib mir mal die 8 Croco-Dog-Skins hier. Die haben wir. Die Ropes haben wir auch noch hier irgendwo. Hier habe ich noch ein paar übrig von den, guck hier. Von den, machen wir den jetzt in der großen oder in der kleinen Werkbank? Von den ganzen Seilen für, unsere Pfeile. So. Astcraft on the Loom. Ah, on the Loom, okay. Dann brauchen wir den auch mal wieder. Slow Motion hier. Das heißt, wir nähen jetzt die ganzen Croc heute hier zusammen. Ach, pack drauf, komm. 5, 8, 1, 2, Large Backpack. Sehr gut. Nice. Das ist super. Ah, perfekt. Perfekt. Super. Oh, schön, 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 schön. Wie viel können wir jetzt tragen? 75. Das heißt, 25 mehr für den ganzen Aufwand. Lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Das ist hier die Frage. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier unten alles mehr Platz. Das ist ja schon mal was, ne? Wir haben noch 9 Pfeile, das ist auch gut. Wir gucken jetzt mal gerade hier. Nein, das war fertig. Guck, da ist wieder 10 Clay fertig. Können wir die nämlich alle mitnehmen. Dann können wir hier noch ein bisschen upgraden gerade. Können mal gucken, wie viel... bam, bam, bam. Viel Öl der Extraktor unten schon gemacht hat. Der Zement kann man da bleiben. Die beiden können wir mitnehmen, die können wir wieder anmachen. Ich würde mir nämlich gerne eine zweite Pfanne machen. Und wir müssen zusehen, dass wir noch eine zweite Batterie kriegen. Das brauchen wir auch. Das brauchen wir auch, auf jeden Fall. So, dass wir hier mal ein bisschen was länger machen können. Weil wir sehen hier, Batterie 1012 ist voll im Moment. Das geht. Wir müssen auch noch die beiden Solarpaneele fertig machen. Das müssen wir auch noch. Ah, komm her, gib mir den mal. Bin ich halt restlos überladen. So, der kann auch mit hier drauf. Da hinten. Kann der hier rein und angemacht werden. Bitteschön. Warte, wir brauchen noch den Hammer. Wir brauchen doch den Hammer. Upgrade Tool, jawohl. Und, nein, wenn dann hier. Boden? Nee, wir machen erstmal hier weiter. 1... 2, in der Hoffnung, gleich wieder schneller gehen zu können. 3, Hammer. 87, sind die so schwer? Ja,
Slow Motion, Slow Mo. Immer noch 81. Das ist nicht weniger hier. 5 wiegen die, okay, dann noch 2. 1, 2, das ist ja kein Problem, die kannst du ja auch wieder aufheben, ne? 81,2. Sag mal, ist das verbuggt? Ist das verbuggt? Könnte das sein? Kann man die hier eigentlich auch aufwerten? Das kostet 6 Zement. Das hier kostet 4 Zement. Ich würde sagen, unser Zaun ist erstmal wichtiger. Der kostet 12, ne? Den kriegen wir noch einmal hin. Dann machen wir das. Das finde ich jetzt ein bisschen... Warte, wir gucken mal. 80,2 von 75. Das kannst du mir nicht erzählen. Weil guck mal, wenn die 5 jetzt weggehen, müssten wir eigentlich wieder laufen können. Er macht immer noch 81,2 von 75. Da sind die Ropes so schwer, oder was? Das sind nur 3 Stück. Ich wüsste nicht, was jetzt hier so viel wiegen soll. Oder haben wir jetzt irgendeinen Debuff? Kann das sein? O4 Fleisch. Ach, guck mal. Wahrscheinlich erkennt er das nicht richtig an, weißt du? Die alten Sachen, die da drin liegen, durch die wird das dann so schwer. Das kann natürlich sein. Das kann sein. So, gib mir die beiden mal. Dann können wir uns nämlich noch eine neue Pfanne machen. So. Bap, bap. Danke. Gerne haben und auf den Ofen stellen. So, das heißt, wir haben jetzt 4 Stücke Fleisch. Wir brauchen jetzt noch 3x 40 Grad, ist klar. Sind wir hier bitte? Dschungel oder was? Och nee, Junge, du fehlst jetzt noch. Verpiss dich. Ich will in Ruhe fischen. So, triffst du mich nochmal, dass ich direkt wieder 3x blute? Nein. Hau ab. Ah, Inventar. Zieh die mal gerade an hier, dass wir was sehen. So, dann sehen wir ein bisschen besser. Sind die großen Fischlis da hinten? Okay. Haben wir schon 3x. Kann ich das noch gerade machen? 3, jetzt brauchen wir noch einen kleinen. Hier ist. Ja. Jawohl. Mais rein. Harvesten, jetzt brauchen wir Kartoffeln. Haben wir noch Kartoffeln? Wir haben noch 2, ne? Eine haben wir noch, okay. Mal gucken, wie viele wir haben, wenn wir die hier sammeln. Ja. Ein da. Nummer 3. Das war wieder klar, weißt du, du musst beide sammeln, sonst reicht es nicht. Dann hast du wieder welche übrig. Super. So, rein hier. Einmal, einmal, einmal. Danke. 1, 1, 1. Danke. 1, 1. Danke. 1, 1, 1. Danke. Wir können sogar noch einmal Fisch aufhängen gerade. Bevor er vergammelt. Da ist ja noch Platz. So. Wunderbar, wunderbar. Sehr schön. Wir brauchen Feuerholz. 1, 2. Gib mal her. Rein hier. Brutzel die Brutzel. Brutzel die Brutz. Machen das Zeug gerade an. Oh, das Feuerzeug funktioniert übrigens immer. Ist egal, was ist, ne? Kannst du da einen reintun und da einen reintun. Guck, jetzt kommen schon 2 gleichzeitig brutzeln. Sehr gut. Was haben wir hier? Ah, das ist Kupfer. Das ist mir gerade egal. Wenn dann Eisen... Oh, da haben wir leider nichts mehr, oder? Lass mal gucken. Eisenfragment. 2 Eisenfragmente sind 3 Fragmente. Das ist Bricks. Ne, ich glaube, wir haben nichts mehr. Schade. Schade, schade. Aber was soll's. Was soll's. 3 Fragmente haben wir. So, auf Seite tun. Die 2 können brutzeln. Wir gucken mal hier hinten bei unserem... Ja, du blödes Schaf. So, bei unserem Ölextraktor, da ist mittlerweile 11 drin. Den können wir jetzt auch mal anmachen. Gucken, ob der weiterläuft. Sollte er eigentlich, dank der Batterie. Sollte er eigentlich. Während die da fertig brutzeln, können wir oben noch eine zweite Batterie hier nebenstellen. So langsam wird's echt. So langsam wird's echt. Ach, das war doch nicht da. Das war hier. Placeables und zwar Batterie, bitte. Drehen hier neben. So. Dafür brauchen wir jetzt wieder 5 Eisenbarren, 4 Aluminium, 4 Kupfer, 5 Electrical Parts. Electrical Parts brauchen halt wieder Plastik. 3. Da
Das heißt, wir brauchen 15 Öl. Da hinten haben wir ja schon 11. Das sollte eigentlich relativ schnell gehen. Hier ist noch ein klein bisschen drin. Das stört uns gerade nicht. Das kann man da oben bleiben. Können wir eigentlich immer so die Sachen reinschmeißen, die wir brauchen, um das da zu bauen. So, und dann pfeifen wir uns noch gerade die beiden hier rein. So und so. 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 Die können brutzeln, die werden gegessen. Und dann haben wir doch heute einiges geschafft. Wir haben endlich einen großen Kroko-Rucksack. Nice. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Falls es noch nicht geschehen, darfst du gerne abonnieren, Glocke aktivieren, sodass du nichts mehr verpasst. Und ich sag wie immer, ciao mit V, bis zur nächsten Folge. Euer Ede.